Ein wunderschön und willkommen zurück zum Klassiker-Mittwoch zu Lufia mit Maxim in Kytos. 12 Stunden spielen wir schon und die Blume ist gerettet. Beziehungsweise die komische Blume, die wir da gefunden haben für die alte... Oh, das Riesenschild. Hada! Und wenn ich das Riesenschild habe... Warte mal, ich sortiere nochmal. Wo sind das Schild? Schilde. Wo seid ihr? Riesenschild. Da oben ist es doch. Oh Mann, ey, irgendwie braucht er echt viel zu viel. Mittlerweile ist er ein richtiger Vielfraß geworden. Und ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze stemmen soll. Also, wie ich das Ganze Dings... Ja, wir haben das gerettet, dann gehen wir mal nach Süden. Gehen wir mal weiter, gucken, was hier so ist. Oh, nee, nicht diese komischen Gartenzwerge. Ah, gucken, kann ich euch zum Schlafen bringen vielleicht? Damit ihr mir nie um den Sack geht, mit eurem komischen Gerufe. Oh ja, klar, natürlich nicht. Ah, ihr hättet die Zeit mal lieber nutzen sollen, um ihn aufs Maul zu hauen. Super, jetzt. Ich gucke jetzt einfach mal, wie weit ich hier die besiege. Und ansonsten... Wobei, es geht schon eigentlich ganz gut, aber die, ich kenne die doch, die rufen auch gleich wieder ohne Ende Verstärkung. Und ich hasse, also Leute, die dieses Let's Play schon etwas länger gucken, diese Staffel, na, das ist eigentlich keine Staffel, diese Serie, die wissen, ich hasse Leute, die Verstärkung, ich hasse so einiges, also da müsst ihr, da gibt es einiges von der Liste, die ich hasse. Könnt ihr mal einer von euch machen, so aufschreiben. Okay, aber die haben keine Verstärkung gerufen. Ich bin positiv beeindruckt. Ne, hier ist der Berg. Wo muss ich denn dann hin? Nee, nicht nochmal. Ich hab Bock, mich nochmal mit euch rumzuschlagen. Mit allem anderen, aber nicht mit diesen komischen Zwergen. Was kann ich jetzt, wo ich hin muss? Stimmt, im Süden war der. Oh, da geht's weiter. Ah ja, Hunde, komm, Hunde nehme ich. Hunde sind, mit Hunden lege ich mich gerne an. Also in Game. Der Nightrunner zum Beispiel, der hasst Hunde ins Spiel. Also er mag Hunde, er ist ein totaler tierlieber Freund, aber er hasst ihn, soweit ich mich daran erinnern kann, hasst er, oh nein, die rufen auch Verstärkung. Ruft ihr denn echt alles Verstärkung? Er hasst Hunde in Videospielen, weil die immer Kacke sind. Also in Resident Evil vor allen Dingen oder er und ich, wir spielen ja mal nochmal ganz gerne Seven Days to Die. Gestern erst wieder. Und da hat er quasi... Da sind auch immer eklige Hunde. Die sind immer... Weil Hunde sind immer schnell. Hunde sind immer wendig. Die machen immer viel Damage und das halt einfach... Lol. Okay. Ach, das ist das. Okay. Wo muss ich denn dann hin? Wo muss ich denn da? Ach, muss ich nicht zum Dings? Stimmt, muss ich nicht zu ihm zurück und hat er nicht mittlerweile seinen Motor fertig? War das hier? Was sagt denn das Buch? Ich muss nach Danubia als nächstes, aber wie soll ich denn nach Danubia kommen? Steht hier gar nicht. Wo ist Danubia eigentlich? Wir gehen jetzt erstmal gleich zurück zu dem Schiffshaini, die XP und das Geld nehmen wir natürlich noch mit. So. What? Nein, nicht Ursprung stark. Oh. So ein bisschen heilen. Und dann gehen wir nochmal zurück zu dem Typen. Und fragen mal, was bei dem so geht. Welches war es nochmal? War es hier? Ja, Lexis. Oh, Lexis ist gar nicht mehr da. Lexis! Wo ist er hin? Moment, der hat aber seinen Motor mitgenommen. Das bedeutet doch, müsste doch eigentlich bedeuten,
Ja, ist okay. Das ist nicht schlimm. Ich wollte sowieso raus. Das bedeutet wiederum, dass er doch eigentlich. Und da ich jetzt keinen Bock habe zu laufen, zauber ich mich jetzt einfach mal da runter. Na. Jetzt gucke ich gerade mal. Ach, ich habe mich auch in das Labor teleportiert. Ich teleportiere mich mal zurück, weil eigentlich sollte er doch jetzt das Schiff fertig haben, oder? Hallo? Das Schiff wurde gerade verkauft. Ja, Scheibenkleister. Ich würde so gerne ein neues Leben an. Ach, da ist er! Lexis! Oh, Maxim, wo warst du? Der Motor und das Schiff sind schon lange fertig. Schon? Satus ist gerade auf einer Testfahrt. Er wird gleich zurück sein. Oh, da ist er ja schon. Mit dem. Oh, krass. Wow, es ist unglaublich schnell. Ich weiß, beeindruckend, nicht wahr? Da liegt es anders. Ich finde es so lustig, dass das so klein ist. Bestimmt, die haben ja zusammengearbeitet. Ich ziehe den Hut vor dir, Alexis. Dieser Motor ist unglaublich. Eine tolle Erfindung. Das wusste ich schon immer. Alexis, das Schiff gehört dir, wenn ich dafür dein Labor benutzen darf. Ich möchte etwas erfinden. Naja, es kann zwar nicht jeder gleich etwas erfinden, aber das ist wirklich dein Ernst? Das Schiff kostet gar nichts? Ganz genau, du hast es nicht gehört. Gut, dann kannst du das Labor jederzeit benutzen. Danke, ich bin schon unterwegs. Passe bitte auf die Exerion auf. Exerion, okay. Was ist die Exerion? Der Name des Schiffs. Ich finde Exerion ist ein cooler Name. Übrigens, wir wollten das Schiff kaufen. Was redest du für einen Quatsch? Ich gehöre doch jetzt zu euch. Stimmt. Jetzt haben wir ein Schiff. Auf in das nächste Abenteuer. What? Der Typ schließt sich an? Okay. Ich erinnere mich daran gar nicht mehr, dass der sich anschließt. Echt jetzt? Okay. Fährt er jetzt ohne mich? Habe ich jetzt echt Lexis? Oh, wie. Lol, wie lustig. Was kann er denn? Kommt sie an. Boah, kommt sie den Donnerring an. Und das kommt. Gönn dir. Was kannst du denn? Kannst du zaubern? Oh ja. Furie. Oh. Was denn Helfer? Nice, nice, nice. Okay, also fahren wir. Und es wird natürlich gibt es im Wasser Gegner, Tornado. War, gab es kein Links? Schock da. Und du mal Blitz. Boah, geil. Blitz ist, glaube ich, wahrscheinlich die erweiterte. Was? Willst du mir erzählen, dass Wasser nicht schwach ist gegen. In diesem Universum sind Wasserviecher. Nein, hier muss nicht lang. Hier wahrscheinlich lang. Die sind nicht gegen Blitz schwach. Weil die Setteln. Gegen Feuer. Aber mein Schlag, der. Aber mein Schlag, der macht anscheinend eine Menge Schaden von Maxim. Das ist gut. Damit kann ich leben. Damit kann ich definitiv leben. Ja. Hallo? Etwas hier? Jemand? Oh, hi! Königreich Danubia. Hi. Hallo, willkommen im Schloss Danubia. Die Wächter müssen sehr gut aufpassen, seitdem die Kuriere aus Aralio hier sind. Hier ist ein Inn. Okay. Hier gibt es auch bestimmt einen Shop. Ja, Wollaka. Hi. Wir führen erstklassige Waren in unserem Geschäft. Das werde ich entscheiden. Yep, ihr führt erstklassige Waren. Das kann ich bestätigen. Fuck! Warum habe ich das nicht gekauft? Okay, die führen wirklich erstklassige Waren. Oh, was geht's runter? Bist du der Magierhandel? Hast du dir einen besonderen Zauber? Ja.
Ich möchte sie alle. Aber... Oh. Okay. Ich muss sie haben. Ich muss sie haben. Aber zum ersten gehen wir mal beim King Dingeling vorsprechen. Was bist du für einer? Der Feuerverbrin... Feuerrubin, okay. Der wird gezeigt. Und so wie ich die hier kenne, da ist da passiert da irgendwie was mit dem Feuerrubin. Ich quatsche jetzt mal nicht mit jedem, weil... Manche Menschen interessieren mich nicht. King! Ich hätte nicht gesagt, dass uns auch Radio freiwillig den Feuerrubin übergibt. Ein großzügiges Geschenk. Ja. Der alte Baum der Schönheit hat mich fasziniert. Okay. Mein ist der Feuerrubin. Hahaha. okay. Hinter der Tür befindet sich der Thronsaal. Prinz Leon befindet sich im Mittelzimmer. Ja. Hi. Unser Prinz hat beschlossen, den Nationalschatz zu verschenken. So soll der Frieden geschaffen werden und die Waffen für immer ruhen. Okay. Hi. Morgen wird der Friedensvertrag unterzeichnet. Dies wird ein historischer Tag. Ich hoffe, der Rubin in unserem langen Frieden. Ich finde das super, dass ihr irgendwelchen Leuten, die gerade eben um die Ecke gekommen sind, das sieht doch verdächtig aus, nein, dass irgendwelche Leute, die gerade um die Ecke gekommen sind, mit Waffen in ein Schloss, denen einfach erzählt wird, was hier so geht. So, okay. Dann würde ich sagen, wir schlafen mal eine Runde. Und wenn hier jetzt überhaupt nichts in die Richtung geht. Ja, gut. Gut, hier scheint ja überhaupt nichts zu gehen. Oh. Hast du es gefunden? Nein, leider nicht. Wir müssen Prinz Leon Bescheid geben. Sind das nicht die Leute aus Aralio? Warum haben die es denn so eilig? Da rennen wir doch einfach mal als wildfremde Menschen hinterher. Das ist ja so ein bisschen immer so eine Sache, ne? Also ich bin ja keiner, der irgendwie Logic in oder Logik in Videospielen hinterfragt. Doch, genau, eigentlich bin ich genau so einer. Aber warum sollte man das tun? Ich kann den Feuerrubin nicht sehen. Was ist mit ihm geschehen? Der war noch vor einer Sekunde, stand er doch da. Was ist passiert? Naja, wie soll ich es sagen? Er wurde also gestohlen. Alter. Kann doch nicht wahr sein. Der stand doch noch gerade 2 Minuten vorher. Stand er doch noch da. Er wollte mir doch jetzt nicht erzählen, dass der von mir weg ist. Hi. Der Prinz hat beschlossen, die Zeremonie zu verschieben. Ja, warum wohl? Ja, und wo ist der? Wo soll der sein, bitte, King Dingeling? Ja, und das Geile ist, alle wissen auf einmal, was geht. Alle sind kurz vorm Durchdrehen. Ja, und jetzt? Stimmt, meine Eltern, ich bin erschüttert. Warum deine Eltern? Was haben deine Eltern damit zu tun? Aber da hinten ist das Gästezimmer. Okay, ah ja, hier. Tut mir leid, aber ich bin gerade beschäftigt, ich habe keine Zeit für ein Gespräch. Ich war dort, keine Oma, ich habe nur mit mir selbst gesprochen. Ja, okay, aber jetzt muss ich doch hier bestimmt irgendwas machen, oder? Mir schauen wir noch, könnte Glas... ja, okay. Aber eigentlich hätte doch irgendwas, jetzt die Menschen im Vorhinein völlig verfallen sind. Eigentlich müsste doch jetzt hier irgendwas passieren. Kann nicht sein, dass ich jetzt einfach hier so... König? Königin? Ewigkeiten habe ich... Nun gehört er mir. Nee. Leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Warum sagt mir keiner, was ich tun soll, Leute? Ich will doch nur wissen, was ich tun soll. Ja, wir wollen dir helfen. Tja, also, der wurde gestohlen. Ja, er wurde gestohlen. Ja, das ist ja okay. Dann sagt man doch endlich, wo ich hin muss. Ich hole ihn zurück. Komm, easy peasy. Mach mal. Eben. Am Weg nach Hause. Ich bin gerade beschäftigt. Ich habe keine Zeit zum Reden. Ja, dann könnt ihr mich am Arsch lecken. Dann gehe ich halt. Dann gehe ich halt.
Es sind noch keine Verdächtige gestellt vorbeikommen. Moment, das heißt ja, dass der Dieb vielleicht noch da ist. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. Hier runter haben wir noch nicht geschaut. Stimmt, der Feuerwehrmann könnte bedeuten, dass kein Frieden mehr. Versöhnung ist der einzige Weg, ja. Die Küche. Ich habe jetzt mit allen gesprochen, ja. Da war es aber immer noch nicht. Oh, nee. Ja. Was ist der Typi? Was ist mit euch? Gibt's denn keiner, der einen neuen Feuerrubin herstellen kann? Ich weiß nicht. Ach, egal, ich geh jetzt einfach. Ich geh jetzt einfach mal los, guck mal, was das Land so für mich bringt. Ich hab jetzt keinen Bock zu kämpfen. Ich hab jetzt keinen Bock hier zu kämpfen. Ich will jetzt erstmal hier die Story weiterbringen. Wo renn ich denn hier hin? Boah. Die kenne ich. Das sind irgendwelche Viecher aus der japanischen Mythologie. Geht denn hier irgendwie was? Da ist ein Weg. Ich glaube, die nächste Stadt mal. Oh, die schon wieder. Nee. Wir hauen mal lieber ab. Die lassen wir mal lieber genauso sein, wie sie sind. Nein. Auch euch nicht. Hier steht, also ich gucke mir jetzt gerade mal so in das Buch rein. Der König will unbedingt, also macht Maxim sich auf die Suche, aber gehen wir mal hier hin. Königreich Aralia, mal gucken, vielleicht haben die ja was. Ist der König, wir haben zwar kein Schloss, aber ist trotzdem sehr stolz. Okay, warum müssen wir den Feuerrubin verschenken? Das ist unser Nationalschatz. Wir haben zwar keinen König, aber was? Unser Prinz verdient gut an den Zollgebühren. Ja, wo ist denn der König? Tja, das ist der Palast von Aralia. Nichts Besonderes. Hauptsache, wir haben es gemütlich, findest du nicht? Das ist richtig. Sie können von einer rücksichtslosen Person sein. Warum sagen die sich das von sich gegenseitig? Hey, König. Hey. Ja, also so wie es aussieht, habe ich das Gefühl, dass ich hier so ein bisschen festhänge. Und ich nicht weiß, wer hier jetzt das Sagen hat. Und wo ich hin muss. Und generell. Und überhaupt. Was hast du? Hallo, such dir etwas aus. Achso, ja, der hat genau die gleichen Sachen. Irgendwas muss doch in dem Königreich sein. Das kann doch nicht sein, dass ich hier. Schauen wir mal weiter. Guck mal, was steht denn hier? Die Beschreibung nach könnte der Glasbläser in Clamento den Feuerstein erschaffen haben. Ja, aber... Dieses Event, weil hier ist ein Event auf dem Bild. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Hier so, irgendwie so, so. Da ist irgendwo, ne? Irgendwo, ich weiß nicht, ob man das sieht. Da müsste irgendwie ein Event getriggert werden, das uns nach... dass diese Suche beginnt. Aber da passiert nichts. Irgendwie passiert da gar nichts. Du. Ja, der Feuerrubin wurde gestohlen. Ja, das weiß ich. Habe ich mitbekommen. Ah ja, okay. Was wollt ihr? Wir wollen helfen. Er wurde gestohlen. Ja. Und... Der Thronsaal, ja. Hallo Thronsaal. Ohne den Feuerrubin können wir die Zeremonie nicht abhalten. Ja, was? Wo ist denn dieser Prinz? For fuck's sake. Auf dem Bild sieht das aus wie... Hier. Das ist hier. Dieses Gespräch. Aber im Namen des heiligen Sankt Kuitus weiß ich nicht,
Wenn der Glasbläser noch lebt, könnte er in einem Feuerwehr machen. Ist der Einzige, der das kann? Aha. Okay. Dann schauen wir mal. Nun gehen wir jetzt mal nach. Gehen wir mal nochmal zu dem Clamento-Affen. Dem Glasbläser. Vielleicht reicht uns das ja als Dings. Wo ist Clamento? So. Vielleicht reicht uns das ja als Hinweis. Glasbläser. Ja, ja, das bin ich. Ich bin die krasse Hallo? Bist du der Glasbläser? Ach, ich habe beschlossen, Apfelbienen zu meinem Familienschatz zu machen. Achso, ja, gut, okay. Das, du bist der King. Wo ist denn dieser Hoshi, der die Glasbläserei gemacht hat? Du? Was kann ich heute für dich tun? Oh, Maxim, du warst schon lange nicht mehr da. Was führt dich hierher? Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Du hast für mich getan. Ich tue dir jeden Gefallen. Kennst du den Feuerrubin Jafar? Nee, achso, kennst du den Feuerrubin Jafar? Was, den Feuerrubin? Natürlich kenne ich den. Mein Lehrer hat ihn gemacht. Wirklich? Ja, der Rubin war wirklich ein Kunstwerk. Ich erinnere mich deutlich an ihn. Kannst du den Feuerrubin neu erschaffen? Was? Aber ich bin bei weitem nicht so geschickt wie mein Lehrer. Ohne den Rubin werden zwei Länder, die gerade dabei sind, Frieden zu schließen, sich wieder verfeinden. Aber... Jetzt kommt die Frau und rettet den Tag. Warum versuchst du es nicht einfach, Liebling? Aber ich... Du hast mir immer gesagt, eines Tages würdest du besser sein als der Lehrer. Ich weiß, aber... Warum versuchst du es nicht einfach? Bitte. Schon gut. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt, aber ich werde mein Bestes geben. Vielen Dank. Es ist unmöglich, einen Rubin dieser Größe aufzutreiben. Was soll ich stattdessen nehmen? Rotes Glas tut es auch. Gut, ich fange sofort an. Und wir bleiben über die Nacht hier. Easy peasy. Hallo. Ihr habt Glück, ich bin gerade fertig geworden. Das ist wundervoll. Es sieht genau wie der echte aus. Ich kann nicht glauben, dass du ihn aus dem Gedächtnis nachgebildet hast. Wenn du den Rubin einmal gesehen hast, vergisst du ihn nie wieder. Er ist nicht perfekt, aber ich habe mein Bestes gegeben. Das reicht auch vollkommen. Jetzt ist alles in Butter, danke. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Nochmals danke. Euer Rubin. Erhalten. Ja, dann würde ich jetzt sagen, die Queen ist, wird hier befriedigt sein. Aber sie wird das nicht jetzt sein. Und zwar ist für diese Folge schon wieder Schluss. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder mal gefallen. Ich wünsche euch vor allen Dingen allen ein frohes Weihnachtsfest, weil das wird das letzte Mal sein, denke ich, dass ihr, ja, dass ihr mich vielleicht gesehen habt. Demnach wünsche ich euch schon mal allen ein frohes Weihnachtsfest und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und in dem Sinne, habe die Ehre.